Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 197 von Aborion. Ja, hier haben wir eine rote Flotte vor uns, die uns allerdings nicht so interessiert. Wir werden jetzt schauen, dass wir weiterkommen. Die wollen sowieso nichts. Also hier sind so zwei Schlitze. Ich würde jetzt mal sagen, hier unten sieht es aus, als ob er da zu Ende ist. Hier sieht es nach zwei weiteren aus. Ich denke mal, wir springen mal da runter wieder. Dann wollen wir mal gucken, dass wir passend drehen. Obwohl, so wie es aussieht, sind wir von der Seite gekommen, aber ist jetzt auch egal. Okay, ab ins Asteroidenfeld, weil das so schön ist. Kennen wir uns ja schon so mit aus. Weggesprungen passt. Und ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir da mal weiter, ne? Bis gleich. So, dann sind wir gesprungen. Gucken wir mal hier rein. Schiff Traveler. Was, da ist aber noch was. Das, ach, so ein Wrack. Okay. Bringt uns das was? Das Wrack ist eine ganze Station, oder? Ja, sieht so aus. Eine ganze Station kaputt geschossen worden, oder? Welches waren die Dingens Abwracker? Ich glaube, die drei war das, ne? Zu weit. Ich weiß nicht, ob das was bringt, hier abzubauen. Na, springt da denn was bei raus? Nicht so wirklich, glaube ich. Ich glaube, das funktioniert gar nicht, wa? Nee, ich glaube, das bringt nichts. Wir sehen noch nicht, kriegen wir jetzt mal, aber die Signale werden stärker. Ich glaube, wir ziehen mal eine hier. Ach Gott, der Strich, der geht da unten auch noch weiter. So, wo müssen wir lang? Da lang. Direkt auf den Asteroiden drauf zu. Das klockerte da an der Station, ne, oder? Hier ist nix. Ach, und dann geht er auch noch so um die Ecke, ey. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Aber wir haben keinen Kapitän hier auf dem Schiff, ne? Oder wie ist das? Wenn wir keinen Kapitän haben, dann funktioniert der Autopilot ja auch nicht. Oder? Besatzung. Doch, ist einer drauf, ein Entdecker sogar. Kriegen wir das dann hin, dass wir hier irgendwo hinfliegen? Reise. Wo ist das Ziel jetzt? Da. Schnelligkeit schnell. Starten. Der kann über den Schlitz, oder? Die Route ist zu kurz. Okay, nochmal. Starten. Okay, diesmal ging's. Jetzt hat er uns hier alleine gelassen. Konnte er nochmal eingeben im Chat? Sektor, konnte er in der ganzen Sektor markieren? Nee, das will ich alle nicht. Ich muss gucken, bis der dann da gelandet ist, hier, der Traveler. 11 Minuten. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, der wird irgendwo hier um den Schlitz vielleicht rumreisen und deswegen braucht er 11 Minuten, ne? Hammer, wirklich Hammer. Karte war schon richtig, aber rauszoomen und dann. Albatros ist da.
Ist denn hier irgendwer in der Nähe noch, wer näher ans Zentrum ist? Nicht wirklich, ne? Doch er hier vielleicht. Meine 1 ist da unten. Das ist jetzt aber nicht schon... Oh doch, das ist der... Sag jetzt nicht, wir sind schon am Dingens hier, am Ringen. Doch, wir sind schon am Ringen, da brauchen wir gar nicht gucken, ne? Oder? Aber hier geht's durch. Oder vertue ich mich da? Das wäre jetzt krass, dann hätten wir das ja irgendwie außer Kraft gesetzt, wenn der dahin fliegen kann. Oder ist das Tor schon aufgegangen und das wäre hier gewesen? Nee, ne? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist spannend. Irgendwann kommt die Meldung, geht nicht. Was ist denn meiner eins seine Aufgabe? Kann ich das hier irgendwo sehen noch? Keine Ahnung, ne? Ich würde ja gerne jetzt da einmal rein in diesen Schiff zurückrufen. So, jetzt komme ich da auch rein, ne? Zu meiner 1 wechseln. Tja. Gucken wir mal, wie es wird. Wir fliegen mal dahin, weil vielleicht können wir mit dem ja gerade noch mal vorübergehend dann irgendeine Station aufsuchen. Sprungroute wird berechnet, wir springen. Gespannt. Ja, leider nichts davon, was ich bräuchte. Hier gibt es ganz viele Sachen. Fliegen wir mal die Richtung. Abgekühlt ist er schon gleich. Sieht natürlich hier krass aus mit dem Gelben hier. Sprungroute wird noch berechnet. Dauert auch wieder so lange. Jetzt geht's voran. Energie niedrig, okay. Akku zu schwach. Ganz schlecht. Baumodus. Generator. Was sind das? Trägheitsdämpfer, okay. Transporter. Das ist ein Dock, glaube ich, ne? Was ist das? Frachtraum. Wir haben ja 175 Xanion, ne? Drehen wir gerade so. Ich glaube, so passt's, oder? Zack. Das kann nur einer freundlich gesinnten Schiffswerft passieren. Ach, dieses Spiel, ey. Ja, lädt auf oder lädt nicht auf? Ja, lädt auf. Tore gibt's hier nicht, ne, oder? Doch, ein Osttor. Aber nach Osten will ich ja nicht, ich will ja nach Westen. Wahrscheinlich ist das hiermit verbunden. Ich hoffe, das geht jetzt. Ja. Glück gehabt, oder wie soll man das sagen?
Der meine 1 ist ein bisschen schwach auf der Brust. Mit den Generatoren auf jeden Fall. Ausbauen geht nur wieder an irgendeiner Werft da. Tja, müssen wir mal gucken, ne? Mal schauen, was hier im Sektor los ist. Aluminium, nichts Besonderes. Aluminium-Erz, Ölbohrturm, Bergbau, Frachter, alles nichts von Bedeutung. Das Tor da hinten geht nach Südwesten. Das ist dann das richtige Tor. Da ist einfacher jetzt, obwohl da unten lädt er jetzt gerade auf. Ja. 40 Kilometer. Signatur ist hier mal nebenan, ne? Na, laden wir auf und dann fliegen wir dahin. Oder springen wir vielmehr, ne? Gucken wir mal da in den Nachbarsektor, was da los ist. Na komm. Handelsposten, Nanobotfabrik, Metallplatten, Fusion, Energie, Computerkomponente, Bildschirm. Leider auch nichts. Koordinaten da eingegeben und dann müssen wir nach da fliegen. Einmal ausrichten und hoffen, dass jetzt genug Saft da ist. Springen wir mal. Ich glaube, das könnte klappen. Ja. Sieht erstmal gut aus, ne? Auch nichts los. Mir kommt so ein bisschen vor, als ob hier was nicht passt mit diesen Karten, die wir hier alle haben. Wo ist denn hier ein Tor? Das ist Nordtor. Da sind wir schon gerade sozusagen durch. Und da unten ist das andere Tor. West-Südwest. Wenn ich da jetzt reinfliege, dann sehe ich, dass ich nicht einen Toreingang zu dem anderen Planeten gesehen habe. Wetten? Mal gucken, wo wir da hinkommen. Irgendwie passt die Karte, glaube ich, nicht. Kannst mir erzählen, was du willst. Die ist falsch. Gucken wir mal. So, und wir jetzt hier gucken. Das war nämlich nicht da vorher. Da war nur dieses, glaube. Aber erstmal egal. Na, schade, hier ist nichts los. Warte mal. Das Tor da hinten. Ja, da brauche ich dann. So weit will ich dann neu fliegen. Könnte ich hier hinspringen. Dann wäre noch zu interessant zu wissen, wo. Ah, wird berechnet. Dann springen wir da mal hin. Dann müssen wir gleich mal gucken, was mit unserem anderen Schiff ist. Ob das geklappt hat oder nicht. Oder ob es da einen Abbruch gab oder irgendwie sowas. Oder ob er doch dahin ist. Keine Ahnung.
Rind, Pilz, Mais, Hochleistungssektor, Glas, Chemalien, alles nix hier. So, was macht denn unser anderes Schiff jetzt hier? Der kommt da nicht hin. Traveler, verbleibende Zeit 2 Minuten allerdings. Koordinaten da eingegeben. Ne, da war schon richtig. Und dann fliegen wir da rein. Und dann darüber gesprungen und geguckt nochmal. Die 2 Minuten sind gleich rum und dann sagt er, n-n, geht nicht, Barriere. Hier ist natürlich auch nichts. Ganz viele Kreuzer und so. Da kann ich nicht hinspringen. Da gibt es 3 Tore, bringen mir aber nicht so viel was. Um Saft her müsste das eigentlich klappen. Energie niedrig schafft man nicht. Shit. Okay, akzeptiert. Ich würde sagen, wir machen erst einen Cut, oder? Oh, ich glaube, er ist da angekommen. Kann das sein? In Schiff in Sektor wechseln. Dann gucken wir doch mal, ob das geklappt hat oder nicht. Meilensteinfeier, gelange ins Zentrum der Galaxie. Ich habe es geschafft, ohne dieses Teil da. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum haben wir das geschafft, wenn noch ein Teil noch fehlte? Hä? Weiß keiner, ne? Thomas Stieler weiß das bestimmt auch nicht, was wir da wieder fabriziert haben. Aber ist jetzt erstmal egal. Ich denke mal, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.